Ich erwarte große Dinge von dir. Ho, ho, ho. Ich werde sie mit geballter Gesangskraft vernichten. Ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. So ungefähr. Ja. Und nie. Punkt, Punkt, Punkt. Stadtsprecher Markus sagt immer noch Punkt, Punkt, Punkt. Oh, da kann ich jetzt bei Markus Gesicht zurückholen. Machen wir das. Flachlandhügel. Los geht's. Hoffentlich habe ich keine Schätze übersehen. Ah, was passiert da? Alter Falter. Ich bin dran. Angriff. Das ist scheinbar der Let's Play Markus Falter. Der hat seine Augen. Zwerg ist dran. Und tschüss. Ich hab LP Markus Augen wieder. Ho, ho, ho. Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist? Wem auch immer es gehört, er dürfte dir unendlich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, den du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach ruhig weiter, wie bisher, und hilf so vielen wie nur möglich. Wirst du mir diese Gefallen tun, Zwergi? Ho, ho, ho. Ja, das werde ich. Hui, wie aufregend. Level 2. Level up für Zwergi. Zugabe gelernt. Feuere einen Freund an, damit dieser noch einen Zug macht. Hurra! Pfeif, pfeif, pfeif. Ich muss pfeif sagen, weil ich nicht pfeifen kann. Oha. Ui, es gibt Schwierigkeiten. Noch mehr von diesen Augenschmetterlingen. Augelingen. Sozusagen. Oh je, ich kann das nicht. Ho, ho, ho. Jetzt sitzt du in der Patsche. Nun gut, ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Amikadabra, bitteschön. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Ah. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir helfen, Greenie. Greenie und Zwergi im Kampf. So. Greenie setzt von alleine ein. Erste lässige Aktion, ausweichen. Lässig. Zu langsam. Okay. Zugabe. Neue Technik eingesetzt. Zugabe. Wir singen einen Song für Greenie. Greenie ist erneut an der Reihe. Okay. Zauberer und Pop. Sänger. Okay. Nice. Gerettet. Dreier. Ich greife an. Dies ist die richtige Stelle. Alter Falter A ist dran. So. Zu zweit haben wir sie gerettet. Danke für deine Hilfe, Greenie. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten. Darf ich mich dir anschließen? Jo, gerne darfst du das, Greenie. Ich bitte darum. Greenie hat sich dir angeschlossen. Ho, ho, ho. Bei euch ist also noch alles dran, ja? Greenie und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Ja, je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise, ho, ho, ho. Was der Tag wohl noch bringt? Dieser Plan hat funktioniert. Augenblick, da liegt ja etwas. Eine Banane. Hurra, Greenie erhält ein HP-Banane. Ich hab Hunger. Ja, das glaube ich der Zwergi. Nicht mit mir. Greenie kriegt nichts zu essen. Hey, Zwergi, warte mal.
Greeny hat eine HP-Banane aus der Tasche geholt. Wollen wir sie uns teilen? Beide haben eine HP-Banane gemeinsam gefuttert. Lecker. Oh. Ich freue mich. Oi. Jetzt wird es hier zweideutig. Ja. Zwergi hat was vor. Räusper, die Räusper. Greeny und Co. waren siegreich. Und Co., also wenn an Zwergi und Co., also hallo. So viel dazu. Sind wir bald im Gasthaus? Sag doch nicht sowas. Puh, ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal, was ist das? Du hast ein Gasthaus erspäht. So ein Glück, ruhen wir uns dort eine Runde aus. Da gibt's bestimmt auch einen Swimmingpool. Du hast ein Gasthaus erreicht. Gasthaus. Zeit für euch bei deinem Zimmer zu wählen. Okay. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Oh, jetzt wird's privat. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Natürlich, nur im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Oh, hier, was für Liebe ihr macht oder was? Ich glaub's gerade selbst nicht. So, jetzt kommen wir mal futtern hier hin. Ja, Chinken. Dann nehme ich diesen Pudding, den Schleimpudding. Zwei hat's geschmeckt. Ist dann gespeist. Ich wollte gerade sagen, nun zu zweit, aber Greeny ist unweggeblieben. Und ich ist nicht da. GEP freut sich, sein Gesicht wieder zurück zu haben. Yippie-juhu! Ich bin der dunkle Fürst! Bitte gib mir dein Gesicht. Okay. Den können wir als nächstes retten. Ne, die retten wir als letztes. Birksman, der hat sein Gesicht noch. Ach, das Liebespaar hier, das müssen wir retten. Das schöne Gesicht von Bishop. Oh nein. Jetzt kann sie nicht mehr ins Ohr säuseln. Wir müssen auch Lenny mal glücklich machen. Und da finden wir Bishops Gesicht. Dann mal auf. So, dann sind wir. Los geht's. Zu zweit nun unterwegs.